Ich bin Joachim Harder, von Beruf Dirigent, habe nach meinem Studium viele Jahre an Orchestern und Opernhäusern gearbeitet, bin dann Professor für Dirigieren geworden an der Musikhochschule in Detmold und inzwischen in Rente, dirigiere aber freiberuflich weiterhin, vor allen Dingen auch die Einklang-Philharmonie für alle in Münster. Tatsächlich gibt es Dirigenten, die vorher als Orchestermusiker tätig waren. Mir fällt ein berühmter Fall ein mit Nicolas Arnoncourt, der bei den Wiener Symphonikern Cellist war, sich dann geärgert hat über die vielen Anweisungen von Dirigenten, die ihm nicht gepasst haben und gesagt hat, dann mache ich das jetzt nicht mehr weiter hier, sondern ich werde Dirigent. Und er ist dann sehr erfolgreich geworden. Aber der Normalfall ist das eigentlich nicht, sondern die dirigentische Ausbildung ist eine sehr umfassende Ausbildung an der Musikhochschule zunächst. Der Beruf ist komplex, entsprechend komplex sind auch die Anforderungen. Ich muss zunächst mal das Werk, was nachher gespielt werden soll, selber verstehen, studieren können. In der Partitur sind sämtliche Noten verzeichnet, die nachher erklingen sollen. Ich muss also jede einzelne Note studiert haben, muss den Zusammenhang erkennen und muss nachher bei der Umsetzung mit einem guten Gehör und eben einer guten analytischen Vorbereitung und musikalischen Vorbereitung den 100 Musikern, die ja alle selber auch einen eigenen musikalischen Kopf haben, wie wir an Arnoncourt sehen, davon zu überzeugen, es so zu spielen, wie es mir vorschwebt. Ja, die Frage kann ich verstehen, weil das nicht sofort so offensichtlich ist. Aber wenn man sich vorstellt, was meine Aufgabe ist, werden Sie merken, dass selbst wenn alle Musiker gut geübt haben und das Stück gut kennen, ich immer noch eine Funktion habe. Das ist ja keine Technomusik, wo das Tempo feststeht, sondern ein Stück Musik atmet, muss geführt werden. Und da muss man 100 Seelen zusammenbringen. Sie kennen vielleicht so Fischschwärme, die auf irgendein uns völlig merkwürdiges Kommando zu Hunderttausenden einen Schwenk 70 Grad rechts machen. So ähnlich ist eigentlich die Anforderung an Dirigenten, 70 Musiker, 100 Musiker dazu zu bringen, gemeinsam zu musizieren, denn die Zeit ist ja nicht sichtbar. Ich mache die Zeit durch meine Bewegungen sichtbar und dadurch kann ich koordinieren, was erklingen soll und wann es erklingen soll. Aber wie Gustav Mahler schon sagte, das Beste steht nicht in den Noten. Das heißt, die Notenschrift versucht zwar perfekt zu sein, aber am Ende kommt nicht heraus, wie laut, wie kurz ist kurz, wo ist das Ziel einer Phrase, einer Musik. Insofern merkt man auch, dass das Dirigieren im Wesentlichen ja ein kommunikativer Beruf ist. Ich mache ja nicht selbst in dem Sinne die Musik, sondern ich bringe andere dazu, Musik zu machen. Also der kommunikative Prozess ist sowohl verbal dann in den Proben, nämlich das Stück bestmöglich zu erarbeiten, als im Konzert dann in der nonverbalen Form die Musiker zu etwas zu bringen, zu dem sie alleine sonst vielleicht nicht in der Lage wären. Es gibt natürlich eine Menge von Kammerorchestern zwischen 15 bis 25 Musikern, die es schaffen, ohne Dirigenten zu musizieren. Das hängt ein bisschen auch von der Musik ab, die sie machen. Wenn es mehr einheitliche Musik ist, sagen wir mal Barockmusik, ist das einfacher, als wenn es kompliziertere romantische Musik ist. In diesen Fällen übernimmt aber meistens einer aus dem Ensemble, wenn Streicher dabei sind, die erste Geigerin oder wenn es ein Bläserensemble ist, eine Flötistin oder die Oboistin, die Führung und mit Atem und Bewegung macht sie etwas Ähnliches, was der Dirigent sonst machen würde. Ich denke, dass ab 30, 35 Musikern die Sache schwierig wird, weil da die Koordination, über die ich eben sprach, eben schwierig wird. Das ist vielleicht ein bisschen individuell, wenn man seine Schäfchen kennt, aber man kann auch generell sagen, alle die, die viel Pause haben. Denn die wieder reinzuwinken an der richtigen Stelle und sie aufmerksam zu machen, dass sie wieder dran sind, ist eine der Aufgaben, die ich habe. Als Dirigenten versuchen wir eigentlich omnipräsent zu sein, für jeden spürbar. Jeder Musiker muss eigentlich das Gefühl haben, ich bin nur für ihn in dem Moment da. Mich reizen eigentlich die Aufgaben, je komplexer es wird. Am liebsten dirigiere ich eigentlich Oper, wo auch noch das Bühnengeschehen dazukommt und nicht nur das Orchester. Wir müssen ja gleichzeitig auch im Jetzt sein, in dem, was im Moment erklingt und gleichzeitig auch die Partitur vorausdenken und wissen, was in den nächsten Minuten erklingt, um gut leiten zu können. Der Kontakt
zum Orchester, ist über die Bewegung, der ist über den Atem, der ist über die Augen. Und da versuchen wir eben, alles im Blick zu behalten. Oh, das ist eine Frage. Ich glaube, man sollte es am Erfolg messen. Wenn jemand es schafft, mit einem Orchester, einem Ensemble, das kann ja auch Chor sein, das kann auch Chor und Orchester sein, das kann der Oper sein, die Musik so zu gestalten, dass das Publikum davon ergriffen wird, dass es das Publikum berührt, dann hat der Dirigent seine Aufgabe auch am besten erfüllt. Zum Glück ist die Epoche, wo die Despoten und Diktatoren Orchester regiert haben, weg. Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Die heutigen Musiker sind von einer derartigen Professionalität und einer Kenntnis, dass es sich schon verbietet, aus Respekt vor den Musikern, da anders als kooperativ zu verfahren, auch als Dirigent. Das heißt, jemand, der im Miteinander mit dem Orchester die Aufführung vorbereitet, wird sicherlich auch bei dem Konzert das beste Ergebnis haben, weil die Musiker dann mit entsprechendem Herzblut und Einverständnis spielen. Die erste Quelle ist natürlich die Partitur selber, zu verstehen, was ist der Personalstil eines Komponisten, wie kann er das gemeint haben. Ich kann ja die meisten heute nicht mehr sprechen, jedenfalls die historische Literatur. Deswegen bin ich immer ganz schön, Uraufführungen zu machen, wo man mit dem Komponisten selber nochmal sprechen kann, wie er was gemeint hat. Das muss ich selber rausfinden. Heutzutage kann man natürlich auch Aufnahmen hören zum Vergleich. Aber das Wesentliche ist, glaube ich, das eigene Versenken in die Partitur und zu spüren und zu empfinden, was die Noten ausdrücken wollen und das Stück ausdrücken will. Die Noten sind nur eine sehr grobe Angabe dessen, was erklingen soll. Die Feinheiten stehen eben nicht drin. Und deswegen gibt es auch von einer neuen Beethoven 100.000 Aufnahmen und sie unterscheiden sich alle. Immer bei dem Aktuellen. Also wie man sich in ein Stück hinein vertieft hat. Ich bin in der glücklichen Lage, meistens selber entscheiden zu können, was ich dirigiere. Insofern scheiden da Dinge, die mich nicht berühren und die mich nicht interessieren, aus. Aber es ist vorgekommen, dass ich mich auf Stücke einlassen musste, die mir nicht wirklich am Herzen lagen. Das Ergebnis ist dann auch nicht ganz so toll. Also bei allem professionellen Bemühen, wenn die Herzensverbindung fehlt, dann fehlt auch etwas Entscheidendes nachher beim Musikmachen. Man kann ja nur hoffen, dass es niemand merkt.